Pfefferberg ist inzwischen der größte Sportverein in Pankow. Was mir an dem, an der Mannschaft und an den Trainern besonders gut gefällt, wie liebevoll die mit den Kindern umgehen. Mir gefällt der Ansatz, wie die an die Kinder rangehen, wie sie das vermitteln. Wir waren vorher beim SV Empor, der ist halt viel leistungsbezogener. Also hier war auch die Art, wie man Oskar begrüßt hat und eingeführt hat, sehr viel familiärer. Soweit unsere Kapazitäten das irgendwie erlauben, sei es von dem Platz, sei es von den Trainern, die zur Verfügung stehen, nehmen wir jeden auf und bieten ihm die Möglichkeit zu spielen. Das unterscheidet uns natürlich auch von anderen Vereinen. Jedes Kind hat vielleicht seine Schwächen, aber wir versuchen, die Stärken herauszufiltern. Und das merken die Kinder auch. Pfefferberg ist halt nicht so wie die anderen Vereine, die die Kinder rausschmeißen, weil sie mal nicht zum Training kommen. Der Verein ist, so wie wurde mir erzählt, entstanden aus, dass es schon linksalternative Leute waren, die Fußball spielen wollten und sich deshalb Pfefferberg angeschlossen haben. Pfefferberg ist ein ganz anderer Club, den ich so bisher auch noch nicht kennengelernt habe. Gerade weil ich glaube, weil dort das Konkurrenzdenken noch nicht so riesig ist. Man kann auf jeder Ebene einsteigen. Es gibt viele Kinder, fast ein Drittel bei uns, die einfach nur zum Spaß spielen. Ist sehr wichtig, auf dem Platz, neben dem Platz, überall. Respekt zu Eltern, Respekt gegenüber Schiedsrichter. Respekt bedeutet für mich, den Menschen, jeden Menschen so zu nehmen, wie er ist. Und sich an den Vorteilen zu freuen. Respekt bedeutet für mich jetzt nicht, total autoritär aufzutreten und dafür zu sorgen, dass die Kinder kuschen. Leistung ist wichtig, aber nicht das Einzige, was am Fußball faszinierend ist. Leistung heißt in diesem Fall eine Art von Herausforderung, die vor allem aus dem Spaß am gemeinsamen Spiel entsteht. Also Leistung bedeutet für mich, dass wenn ein Spiel ist, sage ich jetzt mal, oder Training, dass du beim Training eben auch immer volle Leistung zeigen musst. Sich abzurackern und halt irgendetwas leisten für Mannschaft, für Trainer. Jedes Kind ist zu verschiedener Leistung fähig. Und ich versuche, jedem Kind das Gefühl zu geben, dass es Leistung gebracht hat. Leistung im Zusammenhang mit Pfefferberg ist ein freiwilliger Aspekt. Erfolg für mich heißt, dass wir gut spielen. Ob wir dabei gewinnen oder verlieren, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, sie haben ein gutes Spiel gezeigt. Erfolg bedeutet für mich, für meine Arbeit mit den Kindern, dass die Kinder Spaß haben beim Training, dass die nicht dem Fußball, sondern dem Sport an sich treu bleiben, oder? Ich glaube, das Allerschlimmste für Jugendliche und Kinder sind wirklich die überzogenen Vorstellungen von Eltern. Die stehen dann am Spielfeldrand und loben Torprämien aus, 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro für Vorlagen oder für Tore und projizieren so ihre eigenen Wünsche auf die Jugendlichen. Das ist natürlich ein ganz kompliziertes Thema bei Kindern in dem Alter, weil im Prinzip ist ja alles unfair, das nicht in ihre Richtung läuft. Das heißt fair, dass jeder Spieler gleich behandelt wird. Mal vorgehalten wird, David, du hast das nicht gepfiffen. Das war unfair und das ist ungerecht und versuche dann einfach zu vermitteln, ja, manchmal kann man halt nicht 4 gegen 4 spielen, dann ist es halt nur 3 gegen 4. Das ist dann nicht unfair, das ist ein erhöhter Schwierigkeitsgrad, da kann man mehr von lernen bei. Wenn wir antreten, kommt es oft dazu, dass die anderen Mädchen nicht so fair spielen, wie meine das gewohnt sind. Der Traum, so eine Art Modellverein zu sein. Also ein Verein, an dem sich vielleicht auch mal andere orientieren. Inzwischen werden wir immerhin intensiv wahrgenommen. Ich spreche jetzt von Fußball, also von anderen Fußballvereinen. Uns hängt jetzt schon so ein bisschen das Etikett an. Na, wir sind die Sozialen. Bei mir ist es so, dass ich mir für die Kinder erhoffe, dass die begreifen, jetzt in einem jungen Alter, dass Sport zum Glücklichsein dazugehört. Dieses zu etablieren, dass wir nicht ein Hippie-Verein sind und dass wir nicht irgendwie so Hippie-Fußball machen, wo alles möglich ist, sondern zeigen, dass wir auch mit humanen Trainingsmethoden und mit Spaß auch ein guter Verein sein können. Das ist sehr schön, dass
mitzubekommen nach so kurzer Zeit, dass wir wirklich für was stehen und dass uns auch in der Hinsicht sozusagen Respekt entgegengebracht wird. Was mir wichtig ist, ist halt, dass sie wirklich gelernt haben, dass Gewinnen nicht alles ist, dass man auch Spaß haben kann, wenn man verliert. Dass wir Spiele machen. Zu denen hinzuschießen und dann schießen die dann ins Tor. Wir schießen gerne Tore.